100 Jahre Westfalen. Mein Großvater Wilhelm Albert wäre stolz. Als er 1923 die Sauerstoffwerke gründete, wurde der Sauerstoff nur zum Schweißen und Schneiden in der Autogentechnik verwendet. Die Sauerstoffwerke Westfalen wuchsen und expandierten mit der Zeit. Wir bauten Tankstellen, vertrieben Luft, Gase und Acetylen. Später übernahmen Herbert und August Wilhelm Albert das Unternehmen und übergaben es dann in den 70er Jahren an mich. In dieser Zeit entstand dann auch der heute starke Markenname Westfalen. Ein Name, der seitdem für Kundenorientierung, Qualität und Innovation steht. Westfalen, die Tankstellen mit dem springenden weißen Pferd. Heute sind wir Marktführer für Flüssiggas in Deutschland. Vertreiben neben Luft- und Brenngasen auch Wasserstoff. Beliefern Unternehmen wie Privatpersonen europaweit. Wir betreiben über 20 Standorte in 6 Ländern und wachsen solide und nachhaltig weiter. Diesen großen Erfolg haben wir gemeinsam erarbeitet. Mit Herzblut, Vertrauen und Respekt. Ohne den starken Zusammenhalt unserer 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ohne das Vertrauen der Kunden wären wir niemals so weit gekommen. Unglaublich, dass die Westfalen-Gruppe mittlerweile so groß ist. Unser gemeinsames Ziel ist es, auch die nächsten 100 Jahre unsere Kundinnen und Kunden gut und zuverlässig zu versorgen. Mit durchdachten Lösungen wie klimaneutralen und medizinischen Gasen, Bioenergie, Sauerstoff und vor allem mit grünem Wasserstoff gestalten wir die Zukunft mit. Doch bevor es soweit ist, wollen wir Danke sagen. Danke für 100 Jahre Unermüdlichkeit und Engagement. Danke für 100 Jahre Vertrauen und Loyalität. Danke für 100 Jahre Westfalen.